Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zur Blue Lock Reaction Reihe. Ich bin sehr, sehr gehypt, endlich weiter zu gucken zu können. Die letzten Tage waren super stressig und ich dachte mir immer, vielleicht heute, vielleicht morgen, vielleicht übermorgen, aber irgendwie hat es immer nicht geklappt mit Blue Lock weiterschauen, was mich sehr traurig gemacht hat, denn die erste Folge war super, super geil. Wenn ihr die nicht geguckt habt, könnt ihr gerne auf dem Kanal nochmal zurückblättern, unten die Playlist auschecken, wie auch immer, und euch gerne auch Folge 1 angucken. Ansonsten gehen wir jetzt rein in Folge 2. Ich bin sehr gespannt darauf. Ich möchte nochmal ganz kurz erwähnen, dass das Ganze natürlich wieder geblurrt sein muss. Blue Lock hat sehr viele Probleme gemacht, was Copyright und so weiter angeht. Deswegen, wenn ihr die volle Version und ne, alles untransparent schauen wollt, dann auf Patreon. Geht nicht anders, weil auf YouTube ne, Copyright muss ich mich an die Richtlinien halten und so weiter und so fort. Und ja, dementsprechend gibt es das Ganze dann auf Patreon. So günstig wie möglich, ne? Niedriger kann ich den Preis da nicht setzen. Aber ja, wenn ihr das wollt, könnt ihr das machen. Ansonsten gerne hier kostenlos enjoyen. Zuletzt, was ist zuletzt passiert? Es ist ein bisschen her, aber wir haben auf jeden Fall diese Squid Game Situation, dass alle Stürmer aus der Region oder aus ganz Japan, ne, zusammengepfercht wurden und sich dann entscheiden konnten, ob sie gehen wollen oder ob sie versuchen wollen, der beste Stürmer zu werden. Und es gab auch schon das erste Minigame, wodurch dann der blonde Typ rausgeflogen ist, weil sich der Protagonist dazu entschieden hat, dass er nicht den Schwächsten ausscheiden lassen möchte, sondern dass er quasi sich ja weiterentwickeln möchte. Und dementsprechend sollte er nicht auf die Schwächeren gehen, sondern auf die Stärkeren, um möglichst schnell dazu zu lernen und so weiter und so fort. Und dadurch gab es dann diesen sehr interessanten Plot-Twist. Es war wirklich insane Folge. Und ich bin saugespannt, was Folge Nummer 2 angeht. Wir gehen rein. Let's fucking go! Bandai Namco. Ich bin auch gespannt, ob wir ein Opening bekommen werden. Weil bisher haben wir noch keins gesehen. Gab es in der ersten Folge nicht. Was, glaube ich, nicht super untypisch ist. Aber gab es bisher noch nicht. Let's go! Stürmer sind anders. Ja. Opening! Jawohl! Für YouTube wahrscheinlich auch wieder rausgecuttet. Let's go! Folge 2. Monster. Sehr, sehr starker Titel wieder, ne? Klingt sehr vielversprechend. Das ist meine Lieblings... Boah, Alter, das war schnell. Sie haben es nicht in die Top 8 geschafft. Bittere Enttäuschung.当たり前だろ銭ゲバだ抜き。それが私の夢だっつうの。自分たちのサッカーをすれば勝てる。日本のパスサッカーは世界に通用する。そんなこと言ってっから、いつまでもベスト16止まりなんだよ。まあ君がアイデア出して、こそこそ根回しして始まっちゃったんだからさ。結果出なかったら責任取ってもらうから。私は信じています。日本サッカーをぶち壊し、 Okay, also da war ich mir ja nicht sehr sicher nach der ersten Folge, ob er... Ich habe sie übrigens nochmal geguckt. Ich schaue meistens das Ganze dann mit Isa nochmal zusammen, mit meiner Frau. Und deswegen bin ich mir manchmal nicht ganz sicher, was habe ich in der Reaction gesagt und was nicht. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich gesagt habe, dass ich nicht weiß, ob da wirklich jemand hinter ihm steht oder ob das vielleicht so eine Eigeninitiative von ihm ist und ob er wirklich die Möglichkeit hat, die Leute von der Nationalmannschaft auszuschließen oder ob seine Rede, ihr werdet niemals für die Nationalmannschaft, einfach bedeutet, dass er die einfach umbringt. Weil wäre jetzt auch nicht komplett abwegig irgendwie, ne? Ist ja alles inspiriert von Squid Game und da sterben die ja. Was ich auch noch interessant fand, ist die Frau gerade eben, ne? Die sieht sehr wichtig aus noch und die hat auch diese roten Haare, die auch bei der einen Person, wo ich mir nicht sicher bin, Männchen, Weibchen, Ace of Wayne,
haben eine selbe Haarfarbe. Ist das dann vielleicht der Sohn von ihr? Könnte sein. Okay, wir machen direkt da weiter. Ich bin gespannt, was mit ihm passiert jetzt. Bitter für ihn. Mehr als bitter.遊びで何で俺が俺の将来が潰されなきゃなんねんだよ。俺は日本サッカー界の宝だぞ。イガグリとかイサキ君のが才能あるってのかよ。あ、こんな鬼ごっこに何の意味がある。サッカーと何の関係があんだよ。ブルーロックにサッカーと関係ないことなんか一つもねえよ。周りをよく見ろエリート凡人。その部屋の広さは ペナルティエリアと同じサイズだ。ゴールの約75%はこの中から生まれる。ここで仕事ができない人間にストライカーの才能はない。だから、どうした？鬼ごっこはサッカーじゃねえっつってんの。逃げる側に要求されるのは対人感覚、駆け引き、ポジショニング。追う側に要求されるのはドリブル精度や動きの中で狙い打てる キックのクオリティ。これは立派なサッカーのトレーニングだ、タコ。だからって、こんなたかだか2分ちょっとで俺の何が分かんだよ。サッカーは90分だろうよ。 1試合の中で1人のプレイヤーがボールを保持できる平均。 Das ist gerade ein interessanter Frame, ne? Chigiri Hiyoma ist der Rothaarige. Und das Ranking ging ja bis 300, ne? Das heißt, wir sehen da gerade die Flop 10 sozusagen. Ist interessant. Da sind sehr, sehr viele dabei, die jetzt gerade in dem Raum drin sind, right? Also der eine, der den anderen getreten hat, sorry, also Bachira, der hat ja, und Kunigami, die sind ja auch da in dem Raum auf jeden Fall drin. Die Nummer 300, die Nummer 299 sind da drin. Also sehr, sehr viele in diesem Raum. Ich bin, vielleicht sind sogar alle in dem Raum, keine Ahnung. Und ich weiß es nur gerade noch nicht so genau. Interesting. Und auch die ganzen Stats, die da so stehen, ne? Also diese Graphen sind bei jedem anders. Könnte man wahrscheinlich jetzt schon sehr, sehr viel rauslesen, wenn man das möchte. Okay. Aber der Name Chigiri Hiyoma oder Kiyoma, ich bin mir nicht sicher, ob es ein H oder ein K ist, könnte noch wichtig sein. Ich weiß nicht. Man hat eben schon gesehen, wie die andere hieß. Das werde ich, glaube ich, im Schnitt dann nochmal nachgucken. Die durchschnittliche Zeit, die ein Spieler in einem 90-minütigen Spiel den Ball hat, beträgt etwa 136 Sekunden. 動けないイガグリに当てれば生き残れたんだ。それをお前は見逃した。いわば試合終了間際のラスト1プレー、味方のシュートがお前に直撃したその瞬間、お前は諦めて敗北を受け入れた。だから気づけなかったんだ。ほんの少し足を伸ばせば届いたはずの勝利に。この鬼ごっこにおける鬼はボールを持ち続けることで敗者にもなりうるが、 誰かに当てることで自らが勝者にもなることができる有権者だ。ストライカーとはその全責任を負い、最後の1秒まで戦う人間のことですよ。やっぱパーポンターオフインファン。自分よりランキングが上のやつを倒そうとした潔世一。そこからボールを奪い、一番強いものを倒そうとしたバチラ巡る。それこそが集団の常識に左右されない己のためだけの勝利への執念であり、俺が求める Ist auch sehr, sehr interessant. Der wird vermutlich, ich glaube, der wird noch wichtig werden.
außerhalb dieses Blue Lock Systems, wenn er nicht umgebracht wird. Ich weiß nicht, ob diese Serie in diese Richtung gehen wird. Kein Plan. Aber man merkt auf jeden Fall schon, dass so sein er war ja wirklich ein gutmütiger Mensch und so weiter und so fort, Charakter. Und sein, das, was wirklich in ihm steckt, wird gerade ein bisschen herausgekitzelt, oder? Also dieses, ich bin der Schatz Japans, ich bin besser als die anderen, dass er schon von oben auf sie herabgeblickt hat. Und jetzt wird das alles so ein bisschen herausgekitzelt. Erinnert mich ein bisschen an Attack on Titan. なんでキロ君のサッカー人生を俺が終わらせた?メイビー。なんで俺はこんなに高ぶってる?あいつが。なんで俺にパスしたんだよ。俺が蹴らなかったら、お前は失格だったんだぞ。だって蹴ると思ったまえ。そんな顔してた。あの、アーティンスティンクね。だってここは結果が全てでしょ? あんたは信じた俺の勝ち。さあ。こいつ、惹かれてる。こんなに不尽なことが、この先も続くのかよ。理不尽?そうですよ。これが勝負の世界ですから。お前らが軽々しく憧れてるワールドクラスのストライカーは、こんな勝負の日常を命がけで生き抜いてる。どうですか?生まれて初めて人生をかけて戦った気分は? ビビったろ。シビれたろ。デアサオムゼムロム。ブルーロックの常識だ。そして震えただろ。やった。俺は生き残ったって。それが勝利だ。よく脳に刻んどけ。その快感を味わうたびに、お前らの中のエゴは育ち、そして世界一のストライカーという高みへと登っていく。 Beginning of the Blue Lock. Oha, was? Ist das symbolisch? Ja, okay. Team Z. Team Z. Okay. Interesting. Dritter Tag nach dem Einzug des Trainings. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Glaube ich. Perfekt. Also ich glaube, alle, die wir da gesehen haben auf dem Dings und die auch im Intro wichtig sind, sind alle oder fast alle zumindest in diesem Raum drin. Deswegen waren die Daten da wahrscheinlich auch, weil er gerade die Leute da beobachtet hat. Und wahrscheinlich geht er jetzt zum nächsten Raum, zu Team Y oder sowas und guckt sich die dann an. Haut das hin? Wie viele sind da drin? 11, ne? Macht das Sinn? Könnte grob hinhauen, ne? Dass man Team Z bis Team A hat. Und dann jeweils 12 Leute da drin. Ich weiß nicht, ob das aufgeht, ob man dann auf 300 kommt. Aber dann wäre Team A theoretisch das krasseste wahrscheinlich. Und Team Z ist gerade so, sind die Underdogs. Weil die waren ja positioniert auf Level, also auf Platz 300 bis 290 oder so. Okay, 20 Kilometer pro Stunde, okay. Man kennt. Ach, 60 Zentimeter, so 60. マックスでこれなんだけどな。マジ自信なくすわ。食堂ではご飯と味噌汁の他にランキングによってはおかずが変わってくる。いいな、納豆。俺なんかずっとたくあんだけだぜ。どんまい、イガグリ。いいよな、ランキング上位者は。見ろよ。マジかよ、羨ましすぎる。 Essen sieht aber auch gut aus, ne, in dem Anime.
Aber auch wieder zusätzliche Motivation, ne? Die Stärkeren zu verraten oder zu übertrumpfen. Glaub, Schlaf aber auch wichtig. Area Z. Das ist der Kleine? Ja. Weiß gar nicht, ob der so klein ist. Er hat einen Charakter, den ich noch gar nicht einschätzen kann gerade. Okay. Metapher? Oder gibt's hier sowas wie Dämonen? Junge, ist schon ganz schön creepy für einen Fußball-Anime. なんだよそれ。サッカーしてるとね、そいつが出てきて言うんだ。ゴールを奪い、もっと踊れって。でもあの時はさ、怪物がいたんだ。潔にパスを出せって。あいつの中にも怪物がいるって。 怪物？俺はその声に耳を澄ませてサッカーをする。そんだけ聞こえるでしょ？怪物の声。何言ってんの？いや、つまりディザーアウグ、ディザーアウストークインザインアウグ。知りたい。俺の中の怪物の正体。それが俺のブルーロックで生き残るヒントになるかもしれない。メッシもクリスティアーノ・ロナウドも ノエルノアもすげえやつはみんな心の中に怪物を飼ってる。きっとそれがストライカーの証なんだ。俺はそう信じてる。だから潔、俺はここに来てよかった。潔に会えたから。じゃあもう一回ね。おお、何なんだよこいつ。言ってること意味わかんねえ。 Sehr interessanter Charakter. Okay, 266. Aber ich sag, also 275 ist doch, glaube ich, immer noch das Schlechteste, oder? Also, nur mal angenommen, das sind, wie ich vermute, Z bis A gibt es die Teams. Dann sind das ja, wie viele Buchstaben gibt es? 26? Ich glaube, 26 sind es, ne? Sprich, wenn von 326 wegfallen, dann gibt es ja nur noch 274. Und dann ist 275
Oder gibt es 25 Buchstaben? I'm not sure. Okay. Dann ist das, glaube ich, immer noch das Schlechteste. Wow. Ja. Also immer noch die zwei Schlechtesten, glaube ich. Einfach Bakugo. B bis Z. Insgesamt 5 Teams. Okay. Aber A gibt es nicht? Das ist interessant. Okay. Ja. Die Plätze 1 bis 11 sind in Team B. Die Plätze 12 bis 22 sind in C. Genau, das, was wir erwartet haben, ne? Genau. Das ist sehr, sehr interessant. Mit der ersten Auswahl. Also das ist halt ein sehr, sehr cooles Konzept, sag ich mal. Im Sinne von, du bist wirklich, also es gibt quasi innerhalb eines Teams die schlechteste Person. Und dann sind die Teams noch gerankt. Und dann gibt es noch dieses übergreifende Ranking quasi. Was auch nochmal interessant ist. Also es ist jetzt sau spannend. Okay, wenn das Team Z ist, was ist Team Y? Aber bis dahin gibt es ja noch sau, sau viele andere Teams. Bis hin zu, was sind die Top 3 Teams? Ne? Was ist Team C? Was ist Team D? Was ist Team C? Was ist Team B? Und wer in Team B ist die Nummer 1? Und wie geht's denen? Ne? Also wann steigert sich deren Lebensqualität? Wer bekommt was zu essen? Wirkt ja dann auch so, als wenn das erste Team, insbesondere die erste Person dann auch noch, in absolutem Luxus hausen muss, weil denen jetzt geht's halt auch nicht super schlecht. Die bekommen ja zumindest was zu essen, wisst ihr? Da gibt's ja auch Anime, in denen es noch schlechter laufen könnte. Deswegen sehr, sehr spannendes Konzept, was hier aufgebaut wird, was noch sehr, sehr lange Bestand haben könnte. Ich glaube nicht, dass wir in der ersten Season Team B bekommen werden. Und was ist mit Team A? Ja, warum gibt's nur Z bis B? Was ist mit A? Ja. Du hast als Mittelfeldspieler in einer der besten Elitemannschaften der Welt gespielt. Der 11 besten Nachwuchsspieler. Aber er ist dann kein Stürmer? Vielleicht wurde es gerade gezeigt, dann habe ich es verpasst. このブルーロックプロジェクトでございます。
世界一のストライカーがたった一人生まれたところで、日本がワールドカップで優勝できる保証は？一人のために他の299人の人生を台無しにしても構わないってことですか？反対する親はいないんですか？ Okay, die zeigen das der Öffentlichkeit. Also, wenn es die Presse sieht, dann wird es auch die komplette Öffentlichkeit sehen. Und sie halten scheinbar auch mit den Informationen nicht zurück. Also, sie sagen, ja, wir ruinieren das Leben von 299 Leuten. Okay, ich dachte, das wäre so ein geheimes Projekt, was dann vielleicht so irgendwann Richtung Finale rauskommen würde. Aber nein, sie sind damit transparent. Ehrenmänner. Ja. まあ一応本人たちの意思を尊重しておりますし、親御さんにも書面でサインはいただいておりますので。人生が台無し。その通りです。日本サッカーが次に進むためにはこのイカれたプロジェクトが必要なんです。見てみたくないんですか？日本サッカー界に英雄が誕生する瞬間を。一次セレクションはお前らのいる5号棟55名全5チームによる総当たりリーグ戦。上位2チームのみが二次セレクションへと勝ち上がるサバイバルマッチだ。じゃあここにいるチーム Z11 人が。 Das ging mir jetzt gerade ein bisschen zu schnell. Bin ich ehrlich. Also, wir 11 vom Team Z werden also als Team spielen. Das finde ich schon mal sehr cool. Die erste Auswahl findet für euch 55 aus dem Gebäude 5 statt, okay, weil im Gebäude 5 sind 5 Mannschaften, 11 Leute, kommen wir auf 55. Okay, das macht Sinn. So, ne, da haben wir die Teams Z, Y, X, W und V im Gebäude 5. Dann wird es ein Ligaturnier geben. Genau, das heißt jeder gegen jeden. Also einmal W gegen V, dann W gegen X, W gegen Y, W gegen Z, ja. Nur die beiden besten Teams kommen in diesem Überlebenskampf, also ein Sieg gibt 3 Punkte, Unentschieden 1, Lose 0, in die zweite Auswahl. Was bedeutet die zweite Auswahl? Okay. Die 11 vom Team Z werden also als Team spielen. Dabei sind wir alle Stürmer, das ist interessant. Ich habe das Gefühl, das wollte ich vorhin nämlich noch sagen, ich glaube, das war das, wo ich nicht mehr wusste, was ich sagen will, dass die schlechtesten Spieler nach hinten kommen. Also der schlechteste, sprich dieser Kleine, wird der Torwart von denen. Und die anderen gehen dann in die Defensive, Mittelfeld, Sturm. Ne? Also die beiden Besten aus diesem Dings sind im Sturm. Und dann können, glaube ich, die hinten stehen, sehr viel lernen, weil sie ja gegen die besten Stürmer der anderen Teams spielen müssen. Können sich da vielleicht dementsprechend irgendwas abgucken und es wird auch wieder so einen kleinen Twist haben, dass du auch hinten, auch als Torwart, sogar als Torwart viel lernen kannst. Das könnte ich mir gut vorstellen. Das ist sehr interessant. いいですか。サッカーはもともと点を取るスポーツです。お前らの中にバカみたいに刷り込まれてるポジションや戦術なんてのはサッカーの進化の歴史で成立してきたただの役割であって、サッカーとは元来全員がストライカーであることから始まった。その原点からサッカーをやれ。お前らの頭でゼロから作り直すんだよ。ゼロからサッカーを作る。日本サッカーはこの四半世紀で世界から見ても驚異的な。Es gibt also de facto keine Position. Die spielen jetzt potenziell ohne Torwart. Aber wenn sie ohne Torwart spielen, ist das Tor halt absolut frei und dann können Distanzschüsse mega crazy werden. Ich hab Bock! 日本サッカーはこの四半世紀で世界から見ても驚異的なスピードで進化を遂げてきました。あと一歩で世界のトップレベルと肩を並べる。世界のサッカーファンがそう認めるほどに日本サッカーは強くなった。でもそのあと一歩先へ行くために日本サッカーは今こそ死ぬべきです。ワールドカップ出場といういつか見た私たちの夢はもう役目を終えたんです。なら今こそ日本サッカーは新しい夢を見る時です。今までの常識なんて信じるな。捨てろ。新しい概念を脳みそにぶち込め。今
日本が世界一になるために最も必要なのは11人のチームワークじゃない。たった一人の英雄なんだよ。メッシ、クリスティアーノ・ロナウド、ネイマール、そんな一人の存在によってサッカーは無限に進化する。そいつを止めるためにディフェンスシステムが創造され、それを凌駕するためにまた新しい戦術が生まれる。たった一人のプレーがチームを、国を、世界を変えていく。それがサッカーというスポーツだ。ここからが日本サッカーの新しいステージです。夢を失った私たち大人ではなく、まだ何者でもない彼らが次の主役です。ワールドカップ優勝という新しい夢を見る勇気はありますか？戦う準備はできてるか？そのすべてが、あ、Die Folge ist doch gleich zu Ende, oder? ブルーロックにある。体験は以上です。ふざけるな！若い才能を何だと思ってるんだ！連合はイカれてんのか？サイちゃん、そろそろ行かないと。Und er ist begeistert. キャンセルだ。え？この国にどんなバカが生まれるか、俺がこの目で確かめてやる。Aha! Ending? Oder einfach nur... Klingt nach Ending, aber nach geilem Ending. Auch hier kann es wieder sein, dass das für YouTube komplett rausgecuttet sein muss. Ich kann da nichts anderes machen, ne? Patreon, checkt es gerne aus, wenn ihr wollt. Wenn nicht, dann nicht. Ich habe jetzt gar nicht auf den Gegenspieler geachtet. Wie sieht der aus? Ah, okay. Also vom Design her finde ich die auf jeden Fall erstmal ein bisschen schwächer als die Truppe, die wir gerade verfolgt haben. Irgendwie chillig. Irgendwie sehr, sehr chillig. Aber die Nachspielzeit gibt es natürlich auch noch. Stimmt. Baccia. Baccia. Ore.俺たちの部屋ってどっちだっけ？全部入ればいつか着くでしょ。いや、そこは脱衣所とトイレだ、バチラ。あれ？あれ？あれ？広すぎてマジ迷路だな、ブルーロック。Auch interessant. Training room, training room, training room, training room. Room, room, room. Das Bathroom oder sowas? Keine Ahnung. Dressing room, bedroom, bathroom, boiler room. Okay.地図だとここだから、こっちだぞバチラ。あら、あらあら、いやだからそこトイレだって。俺の中の怪物が言ってる。漏れそうだと早く行けバカだれ。 OK. Ja, wie gesagt, ruhige Folge. Sehr viel Aufbau für die nächste Folge. Davon gehe ich mal aus. Von daher, ja, ich bin sehr, sehr gespannt, wie es weitergehen wird.Und ich glaube, ich gebe mir die nächste Folge jetzt auch schon direkt im Anschluss. Für euch kommt die dann in ein paar Tagen online. Ja, danke fürs Zusehen. Schreibt mir gerne eure Meinung zu dieser Folge in die Kommentare. Ich finde einige Entwicklungen sehr interessant. Ich hätte sie anders predicted, ne, dass das Ganze aus der Öffentlichkeit rausgehalten wird, zum Beispiel. Aber die gehen damit komplett transparent um und versuchen diese Vision, die sie haben, auch wirklich der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.Finde ich sehr, sehr spannend. Umso interessanter wird, da wir jetzt auch Einblicke in die Öffentlichkeit bekommen haben, Presse sowohl als auch hier die Chefsetage quasi, ne, die darüber entscheidet, was gemacht wird. Ich bin sehr gespannt, ob wir jetzt den Boy, der rausgeflogen ist, die Namen sitzen leider echt noch gar nicht, ob wir von dem was sehen werden. Dass der hat halt diesen Raum verlassen, aber seitdem haben wir nichts mehr von ihm gesehen.Und er hat so ein Design, so ein Character-Design, dass ich mir fast nicht vorstellen kann, dass wir den nicht mehr sehen werden. Da bin ich auch sehr gespannt, was mit dem passiert ist, ob wir ihn nochmal sehen werden. Auch das ist ein spannender Punkt. Und wir kriegen das erste Spiel und das verspricht ja richtig wild zu werden, weil es nicht ein normales Fußballspiel ist, sondern jeder macht, was er will. Und da bin ich saugespannt, wie das ausgehen wird. Mann, ich hab Bock. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Danke fürs Zusehen.Bis dahin und tschüssi.